Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream, ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu aufwühlend, dass ich dann jetzt auch der letzte Redner bin und nicht jetzt irgendjemanden noch provoziere. Ich möchte meine Rede mal etwas anders anfangen, von der Logik her, von der Strukturiertheit, denn man sieht ja, mit welchem Fetisch-Auto manche hier noch unterwegs sind. Sie jetzt nicht, Herr Zastro, also ich stelle das heute ja sehr, sehr ja, freudig fest, aber es muss unbedingt ein Auto darüber fahren, ja, als ob das ein Wert an sich wäre. Wo sollen denn die Autos denn hin? Oder anders gesprochen, was ist denn da? Da ist das Zentrum von Dresdens Tourismus. Da ist die Semperoper und da gehen die Menschen von der Semperoper zum Fürstenzug und so weiter und so fort. Sie meandern und nennen Sie mir irgendeine andere Stadt auf diesem Erdball, die Autoverkehr explizit versucht, rein in ihren haupttouristischen Platz zu ziehen. Gibt es nicht. Ja, warum nicht? Weil das nicht schön ist. Weil wenn Touristen unsere Stadt besuchen, wenn sie hier Geld ausgeben, wenn sie hier im Hotel sind, wenn sie danach von Dresden erzählen, wenn sie sich hier wohlfühlen, dann wollen sie sich wohlfühlen. Und deswegen ist auch zum Beispiel auf dem Neumarkt oder auf dem Altmarkt auch kein Autoparken erlaubt, weil das auch nicht schön wäre. So, wir haben also jetzt endlich eine schöne Augustusbrücke, eine schönere. So, und ich fände es auch sehr gut, wenn die belebt wäre. Wir hatten damals, 2014, schon einen Fehler gemacht. Also nicht ich und auch nicht Herr Drews, weil Herr Drews und ich, wir sind die einzigen beiden, die damals im Stadtrat live und in Farbe, also die SPD und damals die zwei Piraten, die für die Buslinien, für die Touristenbuslinien gestimmt hatten. Alle anderen haben dagegen gestimmt. Weiß nicht warum, also aber auch CDU und AfD und alle anderen haben dagegen gestimmt. Und dass das jetzt geheilt wird, in dem Sinne, dass also die Linien Touristenbusse drüber fahren können, ich persönlich finde es okay. Ja, natürlich sind das auch wieder fahrende, sich bewegende, schwere Metallteile, aber es ist nett für die Gäste in unserer Stadt. Ja, wenn ich in eine fremde Stadt komme, finde ich es eigentlich auch ganz schön, wenn ich zumindest das Angebot habe, dass ich mich in so einen Bus setzen kann, dann erzählt mir irgendjemand was, ich fahre eine Runde, kann irgendwo aussteigen, geht da rum, steigt wieder ein, fahre weiter. Das ist eigentlich ganz nett. Und deswegen sollten wir das heute beschließen. Der CDU-Antrag ist natürlich in diesem Autofetisch geschrieben. Ja? Also wir tun jetzt noch die Reisebusse dazu, wenn ein Reiseführer drin ist. Naja, und dann gibt es ja kleinere Reisebusse und dann gibt es ja auch Autos, die mit einem Gast vielleicht drüber fahren und dann die Elektroautos und so. Wir haben es halt schon gehört, also peu à peu à peu wird dann wieder der Fetisch bedient. Das wird dann so passieren. So. Oder sagen Sie mir, was ist ein Reisebus mit Reiseführer? Ja, was ist das? Was ist das? Ach Gott, Mensch, früher waren echt die Pöbeleien echt angenehmer. So, da konnte man noch was mit anfangen. Naja, also auf jeden Fall, den CDU-Antrag werden wir nicht mitgehen, den Antrag der Grünen natürlich schon, das ist ausgesprochen sinnvoll, ja, dass man, wenn dann neu ausgeschrieben wird, dass man das, ja, hören Sie mal, Herr Krüger, was soll denn die Scheiße? Jetzt benehmen Sie sich doch mal, ja? Ich habe hier Rederecht, ich habe hier eine Uhr und Sie können mir nicht sagen, wie lange ich reden soll. Ja, ohne Witz. Also, meine Damen und Herren, Herr Krüger will nach Hause, hat keine Lust mehr. Also gehe ich jetzt von dieser Bühne. Ich hoffe, ich habe jetzt doch jemanden so sehr provoziert, dass ich nicht der letzte Redner bin. Also los, schlagen Sie auf mich ein. Bitte stimmen Sie so ab, wie ich das gerade vorgeschlagen habe. Und dann guten Abend, wir sehen uns morgen wieder.